Die Symptome, die von Menschen bemerkt werden, die eine rheumatoide Arthritis haben, sind in aller Regel morgenbetont. Das heißt, die Betroffenen wachen bereits in der Früh mit den Symptomen auf, das heißt mit schmerzenden Gelenken. Vielfach ist auch eine Schwellung im Bereich der schmerzenden Gelenken zu beobachten und sie klagen über eine Morgensteifigkeit, das heißt zum Beispiel im Bereich der Hände, dass es am Morgen für eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde nur schwer möglich ist, zum Beispiel die Faust zu schließen. Und das hat dann im Alltag Auswirkungen, dass zum Beispiel das Halten der Zahnbürste oder das Aufdrehen einer Zahnpastatube oder das Halten einer Kaffeetasse erschwert sind. Im Laufe des Tages, also gegen Mittag, werden die Beschwerden meist weniger, die Beweglichkeit wird besser, die Schmerzen gehen zurück, aber abhängig von der Intensität der Belastung kehren diese dann im Laufe des Tages wieder zurück. Rheumaähnliche Symptome können bei vielen verschiedenen Erkrankungen auftreten, weil rheumaähnlich bedeutet ja eigentlich nur, dass entweder Muskulatur oder Gelenke oder vielleicht die Wirbelsäule wehtut. Es kann zum Beispiel ein banaler Muskelkater infolge einer sportlichen Überbelastung sich mit einem rheumaähnlichen Zustandsbild, also Muskelschmerzen, äußern. Es ist aber sehr häufig zum Beispiel bei einer Grippeerkrankung oder einer virusbedingten Infektionserkrankung, dass es zu Begleitsymptomen wie Gelenks- oder Muskelschmerzen kommt. Es gibt dann Beschwerden, die an Rheuma erinnern können, die wir bei manchen Erkrankungen der Schilddrüse wie eine Schilddrüsenunterfunktion beobachten. Teilweise aber auch zum Beispiel bei Beginn einer Parkinson-Erkrankung kommt es zu rheumaähnlichen Muskelbeschwerden. Und letztendlich, auch das sollte man nicht vergessen, sind manche psychiatrische Erkrankungen, also Depressionen vor allem, oft mit Schmerzen verbunden, wo wir dann davon sprechen, einer sogenannten somatoformen Schmerzstörung, dass sich also letztendlich seelische Beschwerden in Form von körperlichen Beschwerden, in dem Fall von Schmerzen der Muskulatur, äußern können. Die rheumatoide Arthritis ist eine entzündliche Gelenkserkrankung, das heißt, in den betroffenen Gelenken kommt es zu einer chronischen Entzündungsreaktion. Bedingt durch diese Entzündungsreaktion wuchert die Gelenksinnenhaut und diese Gelenksinnenhaut kann dann aggressive Stoffe produzieren, die in der Lage sind, den Knorpel primär und dann letztendlich auch den Knochen anzugreifen, den Knorpel und den Knochen zu zerstören und damit neben den Schmerzen und der Bewegungseinschränkung auch letztendlich zu einer Versteifung der Gelenke führen können. Die rheumatoide Arthritis ist primär eine Erkrankung der Gelenke typischerweise. Allerdings können bei der rheumatoiden Arthritis auch andere Strukturen des Bewegungs- und Stützapparates wie Sehnenscheiden oder Schleimbeutel betroffen sein und es können auch innere Organe wie zum Beispiel das Herz oder die Lunge mit beteiligt sein. Das äußert sich dann in Form einer Herzbeutelentzündung, in Form einer Herzmuskelentzündung, kann sich im Sinne einer Rippfellentzündung oder auch im Sinne einer Bindegewebsvermehrung innerhalb der Lungenstrukturen äußern, einer sogenannten Fibrose. Außerdem kann es vorkommen, dass es Entzündungen der Augen gibt im Rahmen der rheumatoiden Arthritis oder auch Allgemeinsymptome wie grippeähnliche Zustandsbilder und Fieberzustände, aber auch Hautveränderungen. Letztendlich ist aber primär immer das Gelenk betroffen und das Gelenk im Vordergrund und mit Beteiligung innerer Organe oder auch mit Beteiligung der Gefäße, wie zum Beispiel bei einer Vaskulitis, sind selten und zumeist nur bei hochaktiven Krankheitsbildern zu beobachten. Auch Kinder können entzündlich-rheumatische Erkrankungen bekommen. Da gibt es Bilder, die wir im Erwachsenenalter nicht kennen. Auch bei den Kindern gibt es Erkrankungen, die ähnlich der rheumatoiden Arthritis
vorwiegend Gelenke der Extremitäten betreffen. Es gibt aber auch bei Kindern rheumatische Erkrankungen, die im Bereich der Wirbelsäule zu Entzündungen führen. Und es gibt auch bei den Kindern rheumatische Erkrankungen, die mit Allgemeinsymptomen wie Fieberschüben, Hautausschlägen oder auch Augenentzündungen und in seltenen Fällen die Mitbeteiligung innerer Organe vorkommen können.